Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten heute zu einem anderen Spiel. No Rest for the Wicked. Ich werde mal eine Stunde, die erste Stunde reinspielen. Vielleicht wird es ein bisschen länger. Wir werden sehen. Und ich erstelle einen neuen Charakter. Ach du meine Güte, okay. Der sieht ja wild aus. Wieso sieht der Charakter so unfassbar unscharf aus? Ich habe das Gefühl, ich muss noch mal kurz in die Einstellungen gehen. Schärfe 100%, Bewegungsunschärfe bitte 0. Ich mag keine Bewegungsunschärfe. Dynamische Auflösungsskalierung will ich eigentlich nicht haben. Bildraten. Unabhängige Bewegungsunschärfe aktiviert diese Option, um unabhängig von der Bildwiederholung eine gleiche Bewegung. Was? Nein. Aus. Okay, vielleicht ist es jetzt besser. Ja. Ein bisschen. Okay. Gut. Never skip leg day. Ja. Es sieht wirklich ein bisschen so aus, als hätte er die, ja. Im Gym die Unterarme, vor allem die Unterarme trainiert. Einmal im Fitnessstudio Unterarme trainieren, bitte. Gib deinen Namen ein. Der gute Tassilo. Anpassen? Ach du meine Güte. Haar. Gibt's irgendeine coole Frisur? Ich hätte gern einen Iro. Kriege ich einen Iro? Wenn es einen Iro gibt, ich nehme immer einen Iro. Gibt keinen Iro. Dann die Mönchsfrisur, oder? Die ist gut. Ja, dann will ich die Mönchsfrisur, auf jeden Fall. Haarfarbe. Was? Gesichtsbehaarung? Perfekt. Augen. Ja, das passt schon. Nasenposition. Ach so, okay. 1:1. Die Mönchsfrisur passt, ne? Ich müsste noch die Augenfarbe, damit es aussieht wie ich, auf... so graublau habe ich eigentlich. Das ist eher so eisgrün. Oh ja, gut. Das sieht sehr ungesund aus. Erstellen. Wähle ein Reich. Da haben wir es mit Reiche. Benenne dein Reich. Warum muss ich jetzt mir einen Namen für ein Reich überlegen? Arme. Arm. Mein Reich heißt Arm. Oder Arm dran. Um nochmal den Witz aufzugreifen von vorhin. Ja. Reich erstellen. Bestätigen. Okay. Bin mir nicht sicher, warum ich ein Reich erstellen muss. When I was a child, Amgard told me stories. That the pestilence turned men's faces inside out. Made them grow limbs where none should be. Gliedmaßen wuchsen, wo vorher keine waren. Arm ab, Arm dran, genau. The world was lost in its wake. And she prayed.
the Sarum would never need to return. Turn back while we still can. It's an island, not a fairy tale. This is a fool's errand. There's no sum worth bringing the likes of them to shore. Okay, relativ schwerfällig. Never thought I'd see a ceremony for myself. Zeremkrieger. Drücke zum Sprechen. Was soll ich drücken? Zum Sprechen? Ah, Y. Schlechte Idee, euch an Bord zu lassen. Hey, that's close enough. Just keep your distance. There's a dog about you, and I don't want any part of it. Okay. If Sedum ventured to Sacra, then the rumors must be true. The pestilence has returned. I don't know whether you follow the sickness or it follows you, and I don't care to know. Ja, gut. Du kannst sprinten, indem du... Ah, okay. A gedrückt halten. Okay, die haben ganz schön viel, ganz schön schlechte Meinung über mich. Wieso rennt der hinter mir her und macht Liegestütz? Will er beweisen, wie kräftig er ist. Er trainiert, glaube ich. Klettern. Ah, da kann man einfach die Leiter hochgehen. Okay, nice. Der ist da quasi automatisch dran gesnappt. Da ist der gute Captain. You put the men on edge, Sarum. We've trafficked in people before, but well, I won't be sorry to be out of these waters with you off my ship. I was paid to deliver you to Sacra in one piece. Then I will. But get to your quarters and stay out of our way till landfall. Wart will at you below decks. Wart. Gut. Wart, wo bist du? Ich drück die ganze Zeit B zum Rennen, weil ich jetzt so viel Dark Souls und alles gespielt habe. Ah, die Leiter geht da auch wunderbar alleine runter. Nice. Also, ich bin jetzt am Streamen und komme auf ungefähr 75 FPS. Gewisse Objekte sind zerstörbar. Beute einsammeln. Zähes Fleisch. Boah, also... Das Kamerawackeln beim Treffen ist schon... Okay, jetzt sind es nur noch 55 FPS. Es ist auch Early Access, ne? Immer dran denken. Eine Münze. Ah, okay, es gibt Geld, Bronze, Silber, Gold. Kann ich das Kamerawackeln etwas reduzieren? Das ist mir zu viel. Gameplay. Da, Kamerawackeln. Machen wir mal auf 50%. Und Controller-Vibration reicht. Gegner automatisch anvisieren, lasse ich mal alles so. Oh, jetzt ist es vielleicht ein bisschen wenig Kamera wackeln. Ah, wobei, nee, ist okay.
Ah, Tilo, ja, viel Spaß, hey. Du hast alles genau geplant. Kann ich mit dir reden? Bist du Wort? Nee. Und dann Kapitän. Ah, er will Kapitän werden. Okay. Alles klar. Viel Spaß dabei. Bist du Wort? Ein Smoothie, Sprag. Bring mir Pilze aus dem Regal und die Kräuter vom Tisch. Ich muss weiter umrühren, sonst brennt es an. Okay. Pilze und Kräuter vom Tisch. Kräuter vom Tisch? Da. Mitsamt etwas Meerwasser und einer Menge Sägespäne. Klar kann man im Notfall einen Pilz essen, aber es geht nichts über eine warme Mahlzeit. Hier, nehmt euch etwas. Pilzsuppe, einfache Speisen. Du hast Nahrung erhalten. Der Verzehr von Nahrung stellt normalerweise Gesundheit wieder her, aber einige gewähren stattdessen manchmal vorübergehende Buffs. Nahrung essen. Ah, okay, einfach, okay. Digipad nach oben, passt. Hey, bist du Wort? Geh nach unten in die kleine Kabine und ruhe dich den Rest der Nacht aus. Gut, machen wir so. Okay, ist das meine Kabine, Wort? Schlafen. Gut, klar, das ist jetzt alles ein bisschen Tutorial-Kram, natürlich. Oh, Schiff geht unter. Ah. Das ist ja doof. Natürlich werden wir angegriffen. Schwert. Inventar, du hast also, lege ihn über das Inventar an, öffne das Inventar, gedrückt hältst. Ah, okay, er hat es direkt angelegt. Gut. Hä? Ich drücke RB, aber RB macht... Hier kann ich Emotes machen, lol. Okay. Also X ist die Taste zum Angreifen, okay. Den Apfel nehme ich natürlich gerne mit. So, greife Gegner mit X an, verursache mehr Schaden, indem du X gedrückt hältst. Weiche Angriffen aus, indem du auf A ausweichen tippst. Wir brauchen Ausdauer. Ohne Ausdauer kannst du nicht angreifen oder ausweichen. Geladener Angriff, gedrückt halten. Aha, einen Holzschild bekommen. Den natürlich auch direkt ausrüsten. LB gedrückt halten. Nice. Okay. Dann mal ab nach oben. Boah, okay. Ja, okay.
Im ersten Moment jetzt. Geht, es geht. Sprinte von Oberflächen oder Kanten, um zu springen und kleine Abgründe zu überqueren. Einfach drauf zusprinten. Okay, alles klar, passt. Halte A gedrückt und drücke den Spielercharakter gegen ein Objekt, um es zu erklimmen. Ach so. Ah, okay. Nähere dich der Wand neben der Tür und drücke Y, um an der Wand entlang zu schleichen. Ah, ich finde es ja sehr schön, dass die Wege nicht so hart markiert sind. Flippo! Ich wünsche eine gute Nacht, einen guten Schlaf. Bis dann. Und danke nochmal für Follow und Sub. Bringt einen Gegner ins Taumeln, um ihn kurzzeitig angreifbar zu machen. Waffen verursachen Gleichgewichtsschaden. Alternativ kannst du parieren, kurz bevor ein Gegner dich trifft, um ihn sofort taumeln zu lassen. Aha, guck mal, da haben wir das Parieren wieder. Sehr schön. Okay, ah, das ist aber ein anderes Timing. Ah. Okay, Beute einsammeln. Kleine Ausdauerfiole. Schnellauswahl, okay. Schlüssel. Schlüssel benutzt. Wunderbar. Hinterhalt! Manchmal kannst du einen Gegner überraschen. Nähere dich dem Gegner von hinten, bis ein Totenkopf erscheint und drücke dann X, um einen Angriff aus dem Hinterhalt auszuführen. Schleiche, damit du nicht so schnell entdeckt wirst. Ja, sehr, sehr gleich tatsächlich zu dem, was ich... Ich habe versucht, wie ihr zu kämpfen, aber das kann ich nicht. Mein Name ist nicht Ward. Er lautet... Schrift? Vielleicht? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Steuerung minimal so ganz leicht schwammig ist. So ein ganz leichtes schwammiges Gefühl. Die FPS droppen ein bisschen in den Keller. Also für diejenigen, die es interessiert, jetzt geht's wieder. Im Schiff drin war's unter 60 FPS. Für diejenigen, die es interessiert, ich fahre auf einer RTX 3070 Ti. Falls ihr euch fragt, schafft mein Computer das Ganze jetzt hier Zwischensequenz gerade bei 15 FPS. Aber bedenkt, ich streame dazu. Also die Leistung vom Computer wird hier aufgeteilt. Die Gesundheitsanzeigen von Verbündeten sind blau und die der Gegner rot. Alrighty.
Also, man muss wirklich sehr auf seine Ausdauer achten. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das irgendwann noch vielleicht ein bisschen besser wird. Also wie gesagt, das... Man muss hier auch wirklich aufs Timing achten. Ein Angriff dauert eine bestimmte Zeit. Also da ist die Mechanik doch sehr nah an den Souls-Titeln. Auch das Timing, wenn er die Waffe hebt, habe ich Zeit, ihn zu treffen, weil er sein Schild dann runterlässt und so. Zum Gittergriff und drückt Y. Ah, da drüben. Okay. Ich verliere hier gerade ein bisschen die Übersicht. Ich versuche meine Crew zu retten an dieser Stelle. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es was bringt. Vielleicht. Ich hoffe, es bringt was. Einer ist hier gerade schon gestorben, ne? Nein! Oh, hi, wer bist du denn? Wow, okay. Wow. Ah ja, das ist schon sehr Dark Soul-ig so. Etwas zäh und langsam, aber... Jetzt muss ich sagen, gefällt es mir ganz gut. Es sieht auch schön aus. Gerade mir gefällt auch dieses Top-Down. Die Eingaben könnten etwas direkter sein, aber ansonsten... Es ist nur ganz wenig tatsächlich. So, it's true. The king is dead. Long live the king. He was a great man and a good friend.
I will mourn him. We will all mourn him. Your father's soul is at rest now, King Magnus. The people look to you for strength. I offer my condolences and my counsel, as I did for your father for many years. The great pestilence has returned, Lord Bowras. Yes, I have heard the rumors. They're not rumors. Even now, it ravages the island of Sacra just off our own shores, turning their men and women into unspeakable things. The pestilence is a punishment upon those who have lost their faith. Is it now? How convenient. You question the church. You're not the church, Madrigal. You're just the tip of its spear. Enough. Whatever the cause of this sickness, I cannot allow it to spread. My father has been weak for many years. I will begin my reign doing what he could not. My king, you are grieving. I must recommend against any... It's already done. Tomorrow, Madrigal Selene and her Inquisition will set sail for Sacra. I promise we will cleanse the island of this wickedness. Our new king's faith in the church is well placed. Our king's faith was never in question. Ellsworth is a strong ruler, Your Grace. Sacra will recover. No. Sacra will be reborn. This is my responsibility to the kingdom. With God's hands, we will reach into every corner of the island and bring it like a newborn babe, screaming into the light. Die Friese. Ach, geil. Oh Mann. Oh Gott, ich sehe ja schrecklich aus. Alrighty. Pilze. Nimm. Alles mitnehmen. Peilschwanzkrebs. Peilschwanzkrebs. Oh, I knew it. Should have never brought you on board. You'll never make it to Sacrament from here. This coast is crawling. The Risen. Oh. The waves. Can you feel them, Father? We're back at sea. Okay. Sacrament, drücke Details. Der Schiffskapitän meinte, wir sollen versuchen, zur Stadt Sacrament zu gelangen. Er warnte uns jedoch, dass auf dem Weg mehr der Räuber lauern könnten, die unser Schiff angegriffen haben. Auf der Karte anzeigen. Alrighty, ich weiß nicht, wie weit das ist. Nee, so weit scheint es nicht zu sein. Die Karte zeigt deinen Weg durch Isola. Allerdings verändert sich die Welt unaufhörlich, also wird dieser Weg mit der Zeit verblassen. Besuche diese verschleierten Regionen erneut, um neue Gefahren und Beute zu entdecken. Okay, cool. Da habe ich ein blutverrostetes Schwert wiedergefunden. Schnellschritt, Rolle. Langsam. Ach so, die Gewichtsklasse bestimmt, was für ein Ausweichmanöver du vollführst. Da haben wir doch wieder die Mechanik... von Souls-Titeln. Die Gewichtsklasse hängt von dem Gesamtgewicht und der ausgerüsteten Gegenstände. Ach so, Gesamtgewicht und der Ausrüstungslast. Also auch die Sachen, die ich mitschleppe, wa? Also nicht einfach random so viel mitnehmen, wahrscheinlich.
Werde ich jetzt schwerer? Wo sehe ich denn meine Ausrüstungslast? Momentan bin ich auf normal. So, wenn ich das ablege, bin ich schnell. Oh, dann macht er so ein... Okay, statt der Rolle so ein... Cool. So ein Sidestep. Feuerstellen. An Feuerstellen kannst du mit erhaltenen Rohstoffen Mahlzeiten zubereiten. Jede Mahlzeit bietet unterschiedliche Effekte. Die meisten regenerieren Gesundheit, aber einige verleihen dir auch vorübergehende Statuseffekte. Halte immer die Augen offen nach Rezepten, um eine noch größere Vielfalt an Mahlzeiten zu zaubern. Die Truhe geöffnet. Take... Irgendwo gibt es bestimmt auch ein Take-All. An der Feuerstelle kochen. Ah ja, okay. Ich kann die Pilzsuppe. Dann machen wir doch mal zwei. Schadet sicherlich nicht. Also rennen kann ich unendlich, aber den Ausweichschritt kann ich nicht unendlich oft machen. Gut, da war ich gerade selber überrascht, dass ich hier einen Kill gemacht habe. Ah, Fokus und Runen. Verbrauche erhaltenen Fokus, um die Runen deiner Waffe zu entfesseln. Runen sind mächtige und für die jeweilige Waffe einzigartige Spezialangriffe. Halt eine Waffe bereit, um ihre Runen einzusetzen. Waffenhand bereithalten, gedrückt halten, eine Rune einsetzen. Ah, das war das, was mir vorhin die ganze Zeit angezeigt wurde. Oh, okay, alles klar. Und wo steht, wie viele Runen ich habe oder Fokus? Du kannst Fokus regenerieren, indem du angreifst, parierst oder Verbrauchsgegenstände verzehrst. Ah, oben links, oberhalb meiner Lebensanzeige. Kiefernangelrute. Du hast dein Werkzeug erhalten. Mit Werkzeugen kannst du neue Rohstoffe sammeln. Lege es über das Inventar an. So, und wie benutze ich es jetzt? Ah, okay, das... Angeln ist relativ easy. Einfach Y oder auf einem PlayStation-Controller wäre es Dreieck. Schwimmen kann ich auch. Cool. Da oben ist noch eine Kiste. Schon gesehen. Schon gesehen. Y, alles nehmen. Was tut sich hier? Da drin ist irgendwas. Dann will ich mal da rein. Flüstern. Beim Flüstern der Kerim kannst du dich ausruhen und deinen Fortschritt speichern. Sollte dich der Tod ereilen, so verlieren deine Gegenstände an Haltbarkeit. Du wirst aber beim letzten von dir besuchten Flüstern erneut herbeigerufen. Okay. Zähes Fleisch. Ah, das ist ja wieder so eine Stelle, bei die ich rüberhüpfen kann, ne? Ja. Ups. Wow, aua, okay. Alles klar, der hat mich verprügelt. Stirbst du im Spiel, verlieren Gegenstände Haltbarkeit. Du kehrst dann zum letzten Aktivität. Ja, okay.
Das probieren wir doch gleich nochmal. Wow, okay. Whoop. Nice. War ganz schön knapp. Heilige Gefangenen, was? Gleichgewichtsverteidigung. Gegner können auch Gleichgewichtsschaden verursachen. Das kann deine Aktionen unterbrechen oder dich gar ins Taumeln bringen. Erhöhe deinen Widerstand, indem du Ausrüstung mit höherer Gleichgewichtsverteidigung anlegst. Alright. Rüstungsbruchstück, Waffenbruchstück. Hier komme ich, glaube ich, erst später runter. Das sieht so aus wie so eine Abkürzung, die man dann freischalten kann. In dem Fall Schneefall in die andere Richtung. Jetzt aber Moment mal. Eigentlich will ich rechts hoch, ne? Also die Quest sagt, geh rechts hoch, aber kann ich hier balancieren? Ich kann hier tatsächlich lang balancieren. Okay, das ist cool. Hi, wer bist du? Nichts Lebendes. Gut. Hier komme ich auch noch nicht. Moment, was? Jetzt habe ich nicht lesen können, was da rechts stand, leider. Das ging zu schnell weg. Aber hier scheine ich erstmal nicht weiter nach oben zu kommen. Kann ich da rüber hüpfen? Ja, kann ich. Nice. Jutegarn kann zu Stoff verarbeitet werden. Okay, Rüstungsbruchstück, Waffenbruchstück. Okay, ich glaube, ich habe das Level fertig gelootet in der Ecke. Alles weggelootet. Ah, er gibt gesundheitsregenerierende Nahrung. Stellt binnen 10 Sekunden 10 Gesundheit wieder her. Ein glitschiges Wassertier, das für viele Kochrezepte zu gebrauchen ist. Nice. Zur Herstellung oder Verbesserung von Waffen nutzbar. Aber da kann ich jetzt wahrscheinlich noch nichts mit anfangen, was? Was ist das? Heilige Gefangenen. Schandgeige. Ein Helm. Wait, what? Moment. Okay. Let's go. Ah, geil. Seemannsfeste. Ein riskantes Gebiet. Okay, ich möchte einmal noch hier lang schauen.
Level up. Stufenaufstieg. Verteile deine Fertigkeitspunkte, indem du die Menüauswahl öffnest und Wertemenü auswählst. Okay. Werte. Gesundheit, Ausdauer, Stärke, Geschick, Intelligenz, Glaube, Fokus, Ausrüstungslast. Man kennt's. Es ist tatsächlich sehr ähnlich zu dem, was man so... Was man also ich habe tatsächlich genau sowas erwartet. Es fühlt sich jetzt aktuell sehr Souls-like an, nur top-down. Noch, aber ich weiß nicht. Nee, man kriegt Erfahrungspunkte, die man durchgehend sammelt. Ne? Man verliert keine Seelen oder sowas. Okay, das gibt's hier also in dem Fall nicht, dass man da Angst haben muss. Man die Sachen verlieren nur Haltbarkeit. Geschick, Stärke, ich weiß halt noch gar nicht, deswegen gehe ich einfach auf Gesundheit. Weil ich noch gar nicht weiß, was ich überhaupt machen will. Schrottbombe. Menschenknochen. Gesprungener Blutstein, okay. Verzauberungsrohstoff. Gut, jetzt habe ich den hier oben gesnackt. Hier geht's wohl nicht weiter. Oder komme ich hier irgendwie irgendwo durch, an der Seite oder so? Nee. Da unten ist aber noch Loot. Hoppla. Ups. Er springt einfach runter. Was war das denn? Ich bin gerade tatsächlich auf der Suche nach meinem Loot gewesen. Weil ich es einfach so gewohnt bin. Okay, langsamer an die Kante laufen. Kann ich... Ah, okay. Ein bisschen Schaden bekommen. Okay. Man kann sich auch fallen lassen. Also ich glaube, der Loot, den ich aufsammle, der macht mich nicht voll. In keinster Weise. Da kann ich so viel aufsammeln, wie ich will. Da werde ich nicht schwer durch. Aber vielleicht habe ich eine Maximalgröße des Inventars oder sowas. Sehe ich irgendwo... Ja gut, ich habe bestimmte Anzahl Slots. Okay. Mhm. Und momentan habe ich noch nichts, was den ganzen Stack voll ist. Ja gut. Ein verziertes, aber verwittertes Horn, das an der Küste von Sakra angespült wurde. Umhang des Anzünders. Wait, what? Lederkörperrüstung. Wo habe ich die denn her? Die zerlumpten Überreste eines Umhangs. Achso, nee. Bietet wenig Schutz vor Hitze und Feuer, aber der Widerstand war nie sehr vorausschauend. Ach, das habe ich von irgendeinem bekommen. 35. Gott, sehe ich schrecklich aus. Ah, jetzt bin ich auch schwer. Ja. Nee, schwer finde ich dann schon zu krass. Die Tür kriege ich so nicht auf. Kupfer, Holzfäller, Axt, Werkzeug. Okay.
Ah ja, Seemannsfeste. Schwimmen kann ich auch, die Ausdauer geht runter. Kann ich hier irgendwo hoch? Das ist irgendwie schwer zu erkennen. Bin ich hier hinten gegangen, um zu sehen, dass da oben eine Abkürzung ist. Aber komm hier nicht weiter an der Stelle. Oh, das ist ja mies. Jetzt muss ich alles zurücklatschen. Ja, sieht so aus. Gehe ich jetzt durch diese Feste durch? Nee, ich versuche mal hier außen rum zu kommen. Warum kann ich hier nicht hoch? Aha, so. Da war was im Weg, das ich nicht gesehen habe. Was haben wir hier? Ah, okay. Ah ja, die Höhle hinterm Wasserfall. Die muss es geben. Mit einer großen Schatztruhe. Perfekt. Kletterpickel. Einhändiger Hammer. Man sieht sie überall auf den Eiszinnen. Gedenksteine für diejenigen, die ihr Leben für den Aufstieg gaben. Okay. Nehme ich mal alles mit. Kann ich dich jetzt nicht über die nötige Stufe? Ah, okay. Anfang Stärke und Glaube. Vermute ich mal. Jeweils 11. Aha. Na dann weiß ich ja schon mal, was ich leveln könnte. Hätte ich es mir mal aufgehoben. Okay, Moment. Das sieht hier nicht richtig aus. Ich glaube, ich ersauf jetzt. Yep. Ich bin ersoffen. Ja gut, dann gehe ich jetzt halt in das Räuberlager. Ein paar Räuber verprügeln. Oder Piraten oder was auch immer ihr seid. Lebt der eigentlich wieder? Nee, okay, also die Welt ist auch persistent. An jeder Ecke Loot aktuell. Auch nicht schlecht. Also ich werde belohnt. An jeder Ecke fürs Erforschen.
Hier auch wieder. Direkt ein paar Münzchen gefunden. Jetzt habe ich dann nichts mehr zu essen. Jetzt muss ich gleich mal was kochen oder so. Ach so, den Fokus. Ja, den Fokus darf ich natürlich nicht vergessen. Wow, okay. Da war er aber schnell hinüber, der Kollege. Oh, zweimal die Fokusattacke gerade auf den gemacht, aus Versehen. Kupferspitzhacke. Das ist eine bessere Waffe eventuell? Nee, ist auch... Okay, das ist auch ein Werkzeug. Aber Handschuh kann ich noch anziehen. Da ist, bin ich noch auf mittlerem Gewicht. Zum Öffnen dieser Tür brauchst du Schlüssel Westbrücke. Okay. Oh, wie bin ich denn dahin geraten jetzt? Guck mal, da ist so ein... Eine Gnade. Ah, hier heißt es Flüstern. Eieiei. Und gespeichert. Ja. Gut, alles klar. Das, mein Ersteindruck ist, muss auf jeden Fall noch ein bisschen weiter gucken. Kann auch nicht genau sagen, wie das auch weitergeht. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit zu craften in diesem Spiel, weil ich jetzt Werkzeuge dafür gefunden habe. Sowas wie eine Spitzhacke und die Axt. Also man kann wohl Bäume fällen und Eisen oder Erze abbauen. Da bin ich mal noch gespannt, was da kommt. Ich finde, am Anfang dachte ich, das Kampfsystem ist ein bisschen langsam, es reagiert langsam. Ich hatte das Gefühl, dass es schwammig ist, aber es stimmt gar nicht. Also jetzt, nachdem ich ein bisschen gespielt habe, das ist nur am Anfang, hat man so ein bisschen das Gefühl, aber das passt. Das ist genau richtig so. Diese ganzen Bewegungen, das ist alles ein bisschen... Ja, nicht langsam, sondern mal, ich würde sagen, im Guten irgendwie ein bisschen langsamer. Das muss so sein. Und dann passt das auch wieder, dass ich langsamer bin, beziehungsweise die Aktionen etwas langsamer ausgeführt werden. Das passt schon so. Gut, ja, wann ich weiterspiele, weiß ich noch nicht. Das war mein Ersteindruck. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.